Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rapples. Ich buff mich mal kurz und so. Denn wir wollen ja jetzt was anderes machen und ich hatte mir gedacht, dass wir ganz einfach mal hier nach dem gucken, ob der Spot frei ist. Ich glaube ja nicht dran. Aber wenn doch, machen wir den. Wenn nicht, ja, da habe ich im Endeffekt Pech gehabt, aber ich ziehe mich dafür um. Ich überlege, was ich da reinpacke. Ja, aber Bärenmädchen muss nicht sein. Ich habe meine andere Karte gerade nicht mit. Dann nehmen wir die erstmal. ich gucke. Okay, gut, dann auf Abmarsch. Ah, die wollte ich hier dir noch tamen, aber ich habe ja gesagt, dass das jetzt erstmal reicht mit drei Taming-Folgen und jetzt gehen wir mal nach Tialra. Ah, ist doch Tialra, ne? Ja. Zumindest wenn Tialra frei ist, das ist so eine Sache, ne? Wenn nicht, dann ja, eine gute Frage, was ich dann mache. Momentan läuft irgendwie keine DP, sonst hätte ich gesagt, lass uns mal DP gehen. Deswegen, was mache ich denn hier? Deswegen hoffe ich einfach mal, dass der frei ist, der Spot. Beziehungsweise, falls er belegt ist, frage ich einfach mal vielleicht, je nachdem, was es für einer ist, ob ich den mal kurz haben kann für Video. Und für die Quest. Kristallgebirge. Ist das auch teurer geworden? Die Ports sind allgemein teurer geworden, so wie es aussieht, ne? Das war doch niemals vorher 250.000. Das war doch viel weniger. Okay. Haben sie denn die Quest ja eigentlich teurer gemacht? Teurer. Nee, nicht wirklich. Gut, dann lass uns mal gucken, ob Tialra frei ist. Aua. Wenn nicht, können wir ja mit meinem Großen hier meine Feuerhöhle. Was meint ihr denn? Ich denke mal, das ist doch eine gute Idee, oder? Ich habe das euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt mit meinem Großen in eine Feuerhöhle oder so, ne? Ich weiß es nicht. Ja, können wir ruhig mal machen, denke ich mir mal. Gucken wir aber erstmal, ob Tialra frei ist. Ne? Was ich nicht glaube. Tialra ist da, lol. Okay, dann hole ich mir den schnell. Hoppala, falsche Taste. Ups. So, ich hoffe, ich versage da jetzt nicht dran, weil den schon länger nicht mehr gemacht. Aber stärker geworden kann er gar nicht. So. Dann komm mal her, Tialra. Erstmal muss der Große down. Definitiv. Und passt immer auf, dass ihr die Adds Aggro habt, falls euer Halbpet heilen muss. Jetzt habe ich den Falschen angegriffen. Mist. Ah, der ist schon fast down. Super. So. Wunderbar. So. Große Tialra haben wir. Wir haben auch die Quest bekommen. Ich stelle mich hier gerade an wie der letzte Neuling. Normalerweise geht das besser bei mir, aber ich weiß nicht, was. Das passiert einfach, wenn ich ein anderes Spiel spiele. Und ich jetzt wieder, weiß nicht, aktiv richtig kämpfe. Es hat auch nichts gedroppt, ne? Oder hat mein kleiner Tod da schon eingesammelt? Ich glaube, ne? Und können wir ja gleich mal dazwischen gucken. Und dann können wir auch endlich mal die Quest abgeben. Das freut mich. Da bin ich eigentlich schon, ja, Monate hinterher, ja, weil die ja immer belegt war, wo ich online war. Was gab die denn nochmal? Ja, 100 Millionen ist doch ordentlich. Die Quest ist zwar rot, was ich nicht verstehen kann, denn wir haben das gleiche Level wie die Monster. Naja, ein Level drüber, da kann das doch nicht als rot angezeigt werden, oder? Ich weiß nicht wieso. Naja, egal. So, dann haben wir das. Wunderbar. Aber was haben wir denn bekommen?
What the fuck? Ich weiß hier. Hä? Hä? Habe ich das eben gerade gedroppt bekommen? Ich meine mal, ich habe ja gehört, dass es Item-Shop-Items gibt. Aber dass ich gleich einen Seelenkreaturen-Respezialisierungstrank gedroppt habe? Oder kann das sein, dass der überhaupt nichts mehr wert ist? Und Schriftrolle der Bändiger, wie viele? Einen. Lol. Echt lol. Deswegen ist hier vielleicht auch keiner. Die farmen irgendwo wahrscheinlich überall. Wisst ihr was, Leute? Wenn das noch ist, dann gehen wir später mal in die Feuerhöhle, dann lasst uns mal farmen. Denn ich werde jetzt mal ein bisschen was farmen mit euch in einem Video. Wahrscheinlich so, keine Ahnung, wie viel Folgen. Wir werden es einfach mal sehen. Ich wusste ja, mir hatte jemand ja mal gesagt, dass es Item-Shop-Gegenstände gibt, aber ich war da irgendwie nicht so erfreulich drüber. Denn, ich weiß nicht, irgendwie ist das ja schon sehr cool. Aber es ist nicht sehr innovativ. Es ist, ja, es ist nicht kreativ. Die könnten durch Quests viel mehr rausholen, anstatt einfach, kloppe, farme, ein paar Monster. Es gibt ein paar Item-Shop-Gegenstände. Wie gesagt, das ist so ein Zwiespalt. Einerseits ganz gut, andererseits machen sie sich jetzt die Preise endgültig kaputt, denke ich mir mal. Ach nee, wir gucken gleich mal, was so ein Kreaturen-Respezialisierungstrank Seelen-Ding da eigentlich noch wert ist. Aber erstmal, hier, 1900 Holic, 100 Millionen XP. Macht wie viel Prozent? Wow, ein. Ja, ist klar. Ach man, man braucht einfach zu viel XP, das macht da schon keinen Spaß mehr. Und die im 170er Bereich sind, die tun mir echt leid, weil... Ach ja, weiß nicht, es dauert einfach zu lange. zu leveln. Okay, aber wir gucken jetzt erstmal im Aha. Das ist schön, dass, wie gesagt, dass es halt was droppt. Ich weiß nicht, ob es jetzt speziell nur von dem Bossmonster war. Aber... Ah, guck mal, da habe ich noch einen Schein. Ich muss auch gleich was ins Lager packen und ist so. Und bevor wir farmen gehen, noch was machen. Was mache ich denn hier? Quatsch, so andere. Dann gehen wir mal ein. Hoppala. Seelen. Reicht eigentlich schon, wenn ich Seelen nur eingebe. Kreaturen. Resp. Mehr brauchen wir halt hier nicht eingeben. So. 280 Millionen. Ja, die Dinger kriegt da nicht los, wenn die hier gedroppt werden. Das tut mir ja schon irgendwie fast leid, dass ich ja ein Gewinnspiel vor kurzem hatte und es einen so einen Trank zu gewinnen gab. Hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Es sei denn, derjenige, der es gewonnen hat, hat es frühzeitig verkauft, ne? Hm. Okay, komm, dann gehen wir mal in mein Lager. Das ist jetzt Vorbereitungsfolge die. Wir haben ja schließlich schon Tialra gemacht. Wenn es wirklich so Item-Shop-Gegenstände gibt, dann werde ich jetzt farmen gehen. Ich glaube auf der Insel. Ich muss mal gucken, wo da. Wo wir am besten schnell einige Kills machen können und gute Drops kriegen. Mal gucken. So, da kriegen wir auch nicht alles rein. Das ist mir bewusst. Vieles müssen wir auch so verkaufen. So, pass mal auf, fangen wir mal hier an. Kenter. Okay. So, Luna Packs hätte ich öffnen können, ist ja auch egal jetzt. Eine Karte. Kreaturenfarmverträge können alles hier rein. Brauche ich erstmal nicht. Wozu? Das andere kann ich dann gleich verkaufen. Oder spenden oder wie auch immer, aber momentan lieber verkaufen. Gut, haben wir Gürtelnick jetzt noch drin? Super. Dann passt das auch. Boreas Atem? Nee, nicht wirklich, ne? Angriffswürfel. Genie. Gut, die hier, die nehmen eh kaum Platz weg und so. Das ist auch nicht wirklich.
Dann habe ich ja meinen wieder. Ich hatte ja einen verlost, dann habe ich den ja wieder. Wer weiß, vielleicht wird das ja bald nochmal verlost. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, es gibt ja bald wieder ein Verlosungsspiel. Gewinnspiel. Und zwar 222 Folge. Und dann gucken wir mal. So, alles in Rubes, würde ich sagen. Ist die Kette mal leer. So, und jetzt geht's erst richtig los. Und zwar gucken, was wir verkaufen können. Ja, eigentlich würde ich das nicht mit euch zusammen machen, aber ich denke mir jetzt Scheiß drauf. Mach mal ruhig. Obwohl, den könnte ich spenden, den hier. So. Eigentlich das andere auch, aber. Ach, wozu jetzt? Ist ja auch egal. Alles weg hier. Naja, gut. Das nicht wirklich. So, hier, die Dinger. Euphoria Verteidiger. Wer braucht denn sowas? Urschrei Verteidiger. Mephisto Nahkampf. Behalte ich mal. Tamakan Magie kann weg. Kriegen wir ein bisschen Geld halt, ne? Kann auch weg. Es läuft eh durchzeitig. Ich benutze es wohl kaum. Dann kann ich auch wenigstens noch 62 Rubs bekommen. Obwohl es halt die Verschwendung ist, aber was soll's. So, die beiden behalte ich auch noch, das ist klar. Flasche der guten Fee. So, der kann weg. Das Cheerleader-Kostüm, das ist ja permanent. Das ist auch so. Bärenmädchen Magie kann weg. Urschrei Nahkampf behalten wir mal. Rarwächter von Elcastia Fernkampf behalten wir mal. Vielleicht hole ich mir da mal eine Dings, dass wir die mal versuchen zu tamen. Vielleicht in der nächsten Folge, ich weiß es noch nicht. Weil Fernkampf hätte ich gerne, nur die Sache ist, ob es klappt, das ist immer so eine Sache, ne? Seelensucher, Nahkampf, behalten wir mal. Lillys Erholung, behalten wir mal. Magie, Verteidiger kann weg. Medusa, Magie, behalten wir. Okay. Eigentlich sollte man sowas hier nicht unbedingt beim Händler verkaufen, aber wer kauft sich denn bitte schön sowas noch? Jeder kriegt sowas auf den Account. Gratis, ne? Also, warum sollte man das denn noch kaufen im Endeffekt? Es sei denn, es sind halt spezielle, aber. Naja. So. Naja, die Wolf-Karten behalten wir auch nochmal. Genauso wie die Lydian-Karte. Ist nicht wirklich so spannend gerade, ich weiß. Aber dafür werden die nächsten Folgen spannender. Denn da wird dann entschieden im Endeffekt. Gewinnen wir was oder gewinnen wir was nicht beim Farmen, ne? So eine Sache. Und vielleicht, wenn es was Gutes ist, werde ich das mit verlosen. Denn es soll sich um der Folge 222 alles um die Zahl 222 drehen. Beziehungsweise um die Zahl 2 oder 22 oder wie auch immer. Muss nur mal gucken, wie ich das anstelle. Ich habe da so eine geraume, so eine ungefähre Idee. Mal gucken. So. Ja, wir können hier echt viel verkaufen. Weil ich auch schon lange nicht mehr ausgemistet habe. Alles weg. Ich trauere da auch nicht mehr wirklich was hinterher, wenn es weg ist. Ich habe genug im Lager. Ich habe genug. So, kann weg, kann weg. 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 Wie viel kommt denn da noch? Beweglich behalten wir mal. Okay, super. Zack. Das gefällt mir hier nicht, ne? Warum? Hä, das gefällt mir echt nicht. Boah, wie lange das dauert. Warum hättet ihr das nicht vorher so lassen können? Finde ich nicht in Ordnung, sowas. Aber naja, was soll's. Hier, hallo, heil dich mal. Habe auch heute noch was anderes zu tun. Mann, 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 Mann. Cool, das wäre perfekt für Farm. Ja, da hat wieder jemand übertrieben. Da würde ich sagen, beende ich die Folge. Eine kürzere in der nächsten Folge. Farm, Farm, Farm. Um zu gucken, was wir kriegen. Vielleicht kriegen wir ja was. Und dann sind wir weiter. Macht es gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.